So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Metroid Fusion. Das letzte Mal haben wir den Fake Ridley besiegt. Ja, und jetzt haben wir die Screw Attack und damit können wir ganz viele Sachen machen. Wie gesagt, das waren wahrscheinlich die, jetzt mal in der Lore erklärt, wie der Ridley ist ja eigentlich tot seit Super Metroid. Gut, Another M taucht da auch nochmal auf, als diese komische Wiedergeburt. Ja, die Föderation hat irgendwie Bock, ich weiß nicht. Wahrscheinlich wurden hier auch wieder Experimente durchgeführt. Und, oh nee, ich bin nochmal... Warte mal. Warum bin ich hier? Oh, jetzt kann ich aber die bestimmt ganz einfach platt machen. Diese gelben Kackpiraten. Jawohl. Gerade etwas verwirrt. Hä? Was soll dieser Raum? Ja, ich meine, ich komme ja irgendwie auch nicht raus. Doch, da rechts komme ich wieder raus, ne? Ach, keine Ahnung. Egal. Yo, was wollte ich sagen? Und da haben die Ex halt die Kontrolle übernommen und deswegen ist es halt wieder zum Leben erweckt. Es war nicht so richtig Ridley. Es war so ferngesteuerter Ridley. Könnte man es liebevoll nennen. So, nämlich. Oh, die Screwtake ist so ein Segen, ne? I'm loving it. So, warte mal, das war jetzt da oben. Guck mal, die bleibt sogar auf hier. Nett. Die Gang. Der Schacht. So, zack. Jetzt können wir mich hier schön durch, die Dinger. Warum machst du mir noch Damage? Das ergibt keinen Sinn. Ich sterb einfach. Ach ja. So, warte mal, dich behalte ich mir lieber vielleicht nochmal gerade. Oh. Natürlich, ja, natürlich schlecht. Ja. Komm, ich schon soweit durch. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Warte mal, ich möchte eigentlich gerne mich da ranhängen. Ne, geht nicht. Machen wir es eben so ganz schnell so. Ein bisschen leiden kurz. Hab eh nicht mehr so viel Leben und hoffe, dass ich bald mal Re-Ladestation bekomme oder so. Oder Leben. Aber Leben im Spiel ist echt ein Witz, ey. So. Und hier waren wir schon mal. Geil. Gut, dann würde ich jetzt auf in Richtung Navigationsterminal mal wieder gehen. Mal gucken, was wir unterwegs vielleicht noch finden können. Wir können mal gucken hier. Wir haben ja... den Status. Ist hier noch irgendwas? Nee, irgendwie, ich glaube, es ist wirklich alles voll. Also vielleicht gibt es noch einen Beam? Ist halt Super Ice Diffusion. Das ist der, ne? Das ist einfach Flächendamage macht. Wave, Plasma, White. White Beam gibt es auch nur hier, glaube ich. Charge, Powerbomben. Ja, ich wüsste nicht, was noch fehlt. To be honest. Ach, guck mal, wir haben da... Ach nee, Quatsch. Haben nichts gesagt. Status weg. Weiterspielen. Sind wir wieder hier bei den Gamecubes, ey, das waren noch Zeiten. Da war das Spiel noch harmlos. Aua. Ach guck mal, man kann die doch einfach kaputt screwen hier, geil. Aus Prinzip mache ich die jetzt alle kaputt. Wir können mal links hier reinschauen, ne? Was war denn hier nochmal? Was hielt uns davon ab, hier weiterzumachen? Lava. Offensichtlich. Hehehe. So, warte mal, das tut immer noch weh hier drin, oder? Nee, auch nicht. Sehr schön. Hier ist sogar eine Tür. Interesting. Da ist auch noch was. Teilberat ist so die Tür. Ist da unten irgendwie eine Tür, ein Durchgang oder so hier? Ja, ist jetzt... Oh Gott. Nee, irgendwie nicht. Ah, warte mal. Vielleicht, ja. Okay, ich glaube, ich kann es mir vorstellen, was ich tun muss. Bestimmt Speed boosten. Wobei...
Nee, da hätten wir uns ja auch gesehen, ne? Das ist gerade einfach mal. Verstehe ich nicht so ganz. Geh erstmal weiter. Oh oh. Diese Larven-Dinger hier machen mir auch ein bisschen zu schaffen, auf jeden Fall. Haben wir nur eine Abkürzung? Ich glaube schon. Lame. Würde ich gerne noch da oben in die Tür rein. Das kann es doch irgendwie mal nicht sein hier, diese leeren Räume. Aha. Ich habe es, glaube ich, gerade durch Screw rausgefunden. Ach, guck mal, Power-Bomben-Container gehen immer 2, habe ich gerade gesehen. 10 auf 12 gestiegen. Das ist doch schon mal was. Ja gut, ich weiß jetzt nicht da unten, wie ich dann das Item rankomme. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich werde übrigens auch, wenn wir die Items suchen, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich wähle dann die Loser-Methode. Ich werde auf jeden Fall mit Komplettlösung arbeiten, beziehungsweise ich werde mir eine Maps aussuchen zu den ganzen Sektoren und dann die halt so abgehen und gucken, ah ja, da ist was, gucken wir mal. Ich werde nicht natürlich sofort wissen, wie man da rankommt, aber zumindest wo sie sind. Genau. So, Adam, hast du uns was zu erzählen? Samus, wir sind hier fertig. Überlassen Sie das weitere Vorgehen der Föderation. Wir sollten uns nun darauf vorbereiten, die Station zu verlassen. Soll das ein Scherz sein? Hat die Föderation überhaupt eine Vorstellung davon, welche Gefahr von den Ex ausgeht? Wie schnell sie sich vermehren? Die Föderation interessiert sich durchaus für die X, so wie das SAX. Man denkt, dass diese Lebensform ein nahezu endloses Potenzial für verschiedenste Anwendungen hat. Unfassbar. Die X bedrohen die gesamte zivilisierte Galaxie. Ein fataler Irrläufer der Evolution. Ich weiß, welches Potenzial sie wirklich haben. Sie sind imstande, die gesamte interstellare Bevölkerung auszuradieren. Es ist nicht erforderlich, dass sie diese Angelegenheiten verstehen. Die Föderation ist auf dem Weg hierher. Noch können sie ohne großes Aufsehen verschwinden. Das ist reiner Wahnsinn. Sie haben nicht die geringste Chance. Diese Situation wird die, diese Station wird die Truppen regelrecht verzehren. Was bitteschön soll diese Risiken aufwiegen? Mein Gott, die spricht aber auch gebildet hier, ey. Ein Exemplar des SAX eingefangen zu Forschungszwecken. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Man glaubt doch nicht wirklich an einen Erfolg. Sicherlich wird es nicht einfach sein und niemand rechnet mit ihrer Hilfe. Man weiß, dass sie versuchen würden, das SAX zu vernichten. Deshalb wurde die Bereitstellung von Hilfsdaten gestoppt. Die Plasma-Daten sind bereits seit geraumer Zeit verfügbar, doch man hielt sie bewusst zurück, um sie an einem Angriff auf das SAX zu hindern, wahrscheinlich. Entschuldigung. Aber dann gelang es ihnen irgendwie selbst, diese Fähigkeit wieder zu erlangen. Auch die Diffusion-Missile-Daten sollten zurückgehalten werden, um sie nicht zu gefährlich werden zu lassen. Doch die Daten waren bereits unterwegs und ihnen ist es gelungen, sie aufzuspüren. Wirklich beeindruckend, Samus. Die Mission muss sofort abgebrochen werden. Öffnen Sie einen Kanal zum HQ. Ich kann das nicht zulassen. Nun, Sie sind bereits auf dem Weg hierher. Diese Narren. Oh oh. Sobald die Föderation gelandet ist, werden die X die Besatzung befallen und ihr Wissen und ihre Stärken absorbieren. Die X liegen auf der Lauer, bereit, die Jagd zu eröffnen. Und dann werden sie sich im ganzen Weltall ausbreiten. Es wäre das Ende der gesamten zivilisierten Galaxie. Die Gier der X nach fremden Lebensformen, Wissen und Macht ist unersättlich. Und all diese Attribute ahmen sie perfekt nach. Nur die Persönlichkeit ihres Wirts können sie nicht reproduzieren. Es ist erschreckend, wie effizient sie ihr instinktives Ziel verfolgen, sich zu vermehren und auszubreiten. Womöglich steht uns die schlimmste Epidemie der Geschichte bevor. Doch die Föderation unterschätzt diese Gefahr. Unter gar keinen Umständen dürfen die X diesen Ort verlassen. Achso, warte mal, das sagt gerade Samus die ganze Zeit. Entschuldigung, ich dachte, das wäre jetzt der böse Plan der KI. Ich muss noch vor dem Eintreffen der Föderation dafür sorgen, dass die gesamte Population vernichtet wird. Die Station hat einen Selbstzerstörungsmechanismus. Ich muss ihn aktivieren. Nur so ist es sicher, dass sämtliche Ex hier und auf dem Planeten dort unten vernichtet werden. Ich werde sie zum Teufel jagen. Sie, die Station und mich mit ihnen, falls es sein muss. Okay. Jetzt frage ich mich gerade. Okay, ich. Ich kann nicht raus. Nicht schlecht. Öffnen Sie die Schleusen. Ich habe die Order, sie festzusetzen, bis die Föderation eingetroffen ist. Das dürfen Sie nicht zulassen. Begreifen Sie denn nicht, was passieren wird, Adam? Adam? Wessen Name ist das? Der eines Freundes von mir. Und dieser Freund, was hätte er Ihnen jetzt geraten?
Ihm wäre bewusst, dass der einzige Ausweg darin besteht, die Selbstzerstörung einzuleiten. Er hätte begriffen, was wirklich auf dem Spiel steht. Ja, netter Verweis auf Other M, weil da hat Adam sich, Achtung Spoiler, mit einer Selbstzerstörung selbst die Luft gejagt. Dieser Adam hat er etwas auf sie gegeben. Ich meine, hätte er sie aus einer sicheren Kommandozentrale heraus in den Tod geschickt? Er hätte gewusst, dass manche bestimmt sind zu leben und andere zu sterben. Er kannte die Bedeutung dieser Worte. Er selbst hat einst ein solches Opfer geleistet. Ah, guck mal. Dann hat er sie ausgewählt zu überleben. Unsere Kämpferin für die gerechte Sache, Samus Aran. Ihr Adam gab sein Leben, damit sie ihres behalten konnten. Und zum Wohle des gesamten Universums. Wie töricht von ihm. Was fällt ihnen ein? Sie, eine Maschine mit allenfalls künstlicher Intelligenz, werden so etwas nie begreifen. Ihnen ist doch klar, dass eine Sprengung dieser Station im äußersten Orbit nicht zweifelsfrei sämtliche X-Parasiten auslöschen wird, nicht einmal falls die Station komplett vernichtet würde. Dazu müsste man noch die letzte verbleibende Bedrohung der zivilisierten Galaxie beseitigen, nämlich sie. Sie müssten sich dieser simplen Tatsache fügen und den Tod wählen. Adam traf sozusagen eine Fehlentscheidung, als er ihnen das Leben ließ. Wenn du die Umlaufbahn der Station abändern würdest, geriet der Palast eventuell in den Detonationsradius der Selbstzerstörung. Hä? Du müsstest die Antriebssequenz unverzüglich ändern, noch bevor die Föderation hier eintrifft. Samus, das ist deine letzte Mission. Begib dich zur Brücke und bring von dort aus die Station auf Kollisionskurs mit SR388. Kehre danach zu deinem Schiff zurück und verschwinde. Aber beeil dich und pass auf dich auf. Das ist dein Befehl. Irgendwelche Einwände, Lady? Wild. Sehr wild. Okay. Die KI hat ein Bewusstsein entwickelt. Finde ich eher ein bisschen gruselig, aber in diesem Fall ist es ein gutes Gewissen, deswegen ist es auch ein bisschen erleichternd. Okay. Ich mochte gerade Samus Blick einfach so. Okay, Leute, das ist er. Das ist der Point of No Return. Genau, wir müssen jetzt nämlich... Ich fahre mal nach oben. Müssen wir hier nämlich, glaube ich, irgendwo in der Mitte gehen. Genau. Ja. Da oben. Da oben haben wir den Point of No Return, glaube ich. Und ja, es ist jetzt folgendermaßen. Das ist ganz lustig in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob das dann bei anderen 2D-Metroids auch schon so war mitunter. Wir könnten jetzt das Spiel durchspielen. Und wenn wir dann wieder starten, starten wir halt wieder bei der letzten Speicherstation. Aber mit einer Statistik darüber, wie viele Raketen wir schon in den einzelnen Sektoren haben. Da würde jetzt oben links quasi so eine Statistik sein. So und so und so viel von so viel Missile-Raketen, Energietanks und Powerbomb-Containern. Aber das werde ich nicht ausnutzen. Denn ich finde es einfach doof, jetzt den Boss dann zu machen und dann erst zu sammeln, wenn es halt auch anders geht. Bei Other M ging es ja nicht anders. Hier geht es allerdings anders. Deswegen würde ich erstmal gerne alles sammeln und dann halt den Boss machen. Punkt. Genau. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum grünen Raum da, der noch frei ist, weil für den Rest der Folge weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich tun soll. Weil ja, ja, wir jetzt Items suchen müssen. Wir können halt gleich mal in den ersten Sektor gehen, mal ein bisschen gucken, ob wir was finden. Aber dann werde ich bis zum nächsten Mal auf jeden Fall die, es waren Powerbomben, glaube ich, ne? Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall mir die Karten mal angucken, wo wir denn tolle Sachen finden. Oh. Oh, wo ist der Eingang? Da. Aha. Ne? War das hier irgendwo ein geheimer Eingang oder so? Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Es gibt keinen Sinn. Ah, ich wollte gerade sagen, irgendwie, warum kann ich hier springen? Aha. Aha. P-Bomben-Container. Schön. Noch ein kleiner Erfolg für das Ende der Folge. So, ich meine, allein in dem Sektor hier werden wahrscheinlich noch allerlei Sachen versteckt sein. Ja. Ja, nee, mal gucken. Wir gehen halt chronologisch durch. Beziehungsweise vielleicht auch erstmal hier. Mal gucken. Oder eigentlich könnte man sich ja diese Anfangsstation hier für den Schluss aufheben, wenn wir dann eh hier oben in Richtung des
Point of Null return müssen, ne? Achso, jetzt bin ich falsch gelaufen natürlich. Hier war mal Ridley drin. Achso, warte mal, wie sieht denn das jetzt aus hier? Jetzt dürfte Ridley ja hier nicht mehr sein wahrscheinlich, ne? Doch. Merkwürdig. Okay. Noch ein Ridley. Vielleicht kommt da noch einer. Ich wüsste nicht mal, aber ich glaube nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wer der Endboss ist, aber das kann man sich ja auch ein bisschen denken eigentlich. Guti. Schön aufgeladen runterfahren. So, hier rechts kann man irgendwo rein. Haha. Nee, jetzt nicht mehr. Aber vielleicht kann man jetzt von der anderen Seite da rein, wenn der Aufzug nicht da ist, und dann kann man irgendwo anders hin. Das kann gut sein. Doch, wir gehen chronologisch durch, würde ich sagen. Sechs Toren, die wir quasi fertig machen müssen. Achso, da war schon die Eins. Entschuldigung. SRX. Das ist immer noch ein Name, ey. Oh, mal speichern. Ich speichere mal hier. Wird beim nächsten Mal dann hier ab hier wahrscheinlich richtig weitermachen können. Ich gucke aber auf jeden Fall mal ein bisschen rein jetzt, ne? Ein Look in, was wir so finden. Verarschen. Das ist schlecht. Ich komme hier jetzt gerade nicht rein. Ich hoffe nicht, dass ich den Point of No Return schon überschritten habe. Also, es gibt ja so einen richtigen Point of No Return. Gibt es ja nicht. Ich kann ja alle Sachen noch sammeln, auch nach dem Ende. Aber das wäre jetzt ein bisschen doof. Vielleicht muss ich doch da oben erstmal was triggern oder so. Ich werde nochmal. Obala, das wollte ich nicht. Begib zur Brücke und setz den Kurs auf Westerreise 8. Gehe danach zu deinem Schiff zurück und verlasse die Station rechtzeitig. Ja, ja, ja. Okay, da werde ich nochmal Recherche betreiben. Was das zu bedeuten hat. Aber interessant, dass ich noch die Fahrstelle benutzen kann. Ich guck mal, ob Sektor 2 und 3 auch tot sind. Beziehungsweise 3 und 5. Oder ob das nur an Sektor 1 liegt. Dass Sektor 1 einfach nicht mehr begehbar ist. Da waren wir auch irgendwie nur einmal scheinbar, ne? Ich meine, sonst würde ich hier wahrscheinlich die ganze Tür doch gar nicht mehr reinkommen. Das ist irgendwie ein bisschen bescheuert. Ne, ist auch dicht. Gut, dann muss ich doch erstmal das Trendy spielen. Ich meinte eigentlich, dass es wirklich ist, sobald wir eine Aufgabe im Hauptsektor haben. Aber gut, vielleicht muss man da noch irgendwas machen und dann erst. Ich werde nochmal, ne? Ich werde nochmal schauen. Gut, dann habe ich jetzt eigentlich leider nichts mehr viel zu tun für diese Folge. Dann wird die leider ein bisschen kürzer, das tut mir leid. Ja. Oder man kommt da irgendwie von da rechts in die Sektoren rein oder so. Da unten, na gut, da war ja alles nur... Da unten war ja der geheime Sektor, der ist ja eh weg, da gab es eh nichts. Ich weiß es nicht. Naja, Recherche wird schon irgendwie, ne? Mir die Dinge verraten, denke ich, hoffe ich. Wo ist eigentlich mein Schiff? Da ist mein Schiff. Das lustige gelbe Symbol. Was? Lustige rote Mütze. Ja gut, dann sage ich jetzt nach 18,5 Minuten, danke fürs Zusehen, hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder und dann hoffentlich, ja, mit der Fähigkeit, Sachen zu sammeln. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie ich das mache. Aber wir schaffen das schon. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!